das. Füchslein, Füchslein, das ist dir wirklich gut gelungen. Bei meinem Fuchsschwanz. Frau Elster wird staunen. Oh, ihr seid ja auch schon da. Guten Abend, Kinder. Na, da muss ich mich ja beeilen, was? Kreuzschnabel und Kreuzspinne. Nass. Na ja, dann muss die Scheibe zum Trocknen hängen bleiben. Mich einfach wieder auszuladen. Unglaublich. Dabei wollten wir den ganzen Abend für das Ostersingen üben. Tralalala. Ja, bei meiner Stimme hätte ich es ja gar nicht nötig. Herr Fuchs ist es, der immer falsch singt und die Töne nicht halten kann. Aber nein, er sagt die Übungsstunde ab. Merkwürdig, äußerst merkwürdig. Ich werde schon dahinter kommen, weshalb er plötzlich keine Zeit mehr hat. Jawohl, das werde ich. Ach, guten Abend, Kinder. Euch habe ich vor lauter Ärger gar nicht gesehen. Na, ihr habt es ja nun gehört. So, das sind wir. Vorsichtig herangeflattert. Hallo? Nanu? Keiner da? Wo mag Herr Fuchs nur hingegangen sein? Hoppla! Ach du liebes bisschen! So ein Unsinn! Eine Pappscheibe hier mitten auf dem Weg! Da kann man sich ja den Schnabel verbiegen! Was mag das sein? Frisch gestrichen ist das Ding auch? Ach, ein Fluggerät! Eine Tellerflugscheibe vielleicht! Aber nein, dazu ist die Pappe zu dünn. Zahlen stehen auch darauf. Natürlich, es ist eine Uhr. Vielleicht eine Sonnenuhr. Ha, nur scheint Herr Fuchs sich mit den Stunden geirrt zu haben. Statt 12 Zahlen hat er ja nur 6 aufgemalt. Ach du meine Güte, und davon einige doppelt. Moment, ich habe doch irgendwo einen Pinsel gesehen. Ich werde die fehlenden Zahlen in die leeren Felder schreiben. Frau Elster, halt! Tja. Legen Sie sofort den Pinsel weg. Ach du grüner Heuschreck, wo kommen Sie plötzlich her? Einen Schreck haben Sie mir eingejagt, nein, so etwas. Ein Schreck ist für Sie viel zu wenig. Hab ich Ihnen am Telefon nicht laut und deutlich gesagt, dass ich heute keine Zeit habe? Wozu kommen Sie trotzdem her? Was heißt herkommen? Ich werde wohl einen kleinen Rundflug machen dürfen. Ich muss schließlich täglich trainieren. Rundflug? Sie meinen wohl Erkundungsflug, was? Ja, geben Sie es ruhig zu, Elsterchen. Die Neugier hat Sie aus dem Nest getrieben. Neugier? Ja. Worauf soll ich denn neugierig sein? Vielleicht auf diese Sonnenuhr? Ich habe schon schönere gesehen. Nicht einmal die Stundeneinteilung stimmt. Was reden Sie da von einer Sonnenuhr? Ach, nun tun Sie bloß nicht so. Dachten Sie, ich erkenne nicht sofort, was das da sein soll? Potzblitz und Sauerampfer. Soll das heißen, Sie glauben, das sei eine Sonnenuhr? Na, Sie müssten wohl am besten wissen, was das ist. Ja, das weiß ich auch, meine Liebe. Diese Sonnenuhr ist ein Osterspiel. Eigentlich wollte ich Sie am Ostermorgen damit überraschen. Das soll ein Spiel sein? Natürlich. Die Zahlen in den Feldern bedeuten Eier. Die leeren Felder sind Nieten. Na, na, drehen Sie mal, Elsterchen. Ja. Eine Niete. Jetzt bin ich an der Reihe. Hopp und Hussa. 3 Eier kann ich mir aus dem Korb nehmen. Darf ich auch noch einmal drehen zur Übung, ja? Ja, bitte, bitte. Richtig spielen werden wir erst zu Ostern, nach der Eiersuche. Sehen Sie nur, diesmal habe ich 5 Eier gewonnen. Ein herrliches Spiel, mein Lieber. Meine Erfindung. Für heute wandert die Eierdrehscheibe aber zurück in den Schuppen. Zu Ostern können wir dann spielen. Da bin ich dabei. Vielleicht sollten wir Mautzhoppel und Borstel einladen. Ja, je mehr Spiele, umso mehr Eier haben wir zum Ausspielen. Na, einverstanden. Ich werde vorbeifliegen und allen Bescheid sagen. Halt, halt! Doch nicht heute, Elsterchen. Dazu ist es zu spät. Also schön, dann fliege ich gleich morgen früh los. Gute Nacht, mein Lieber. Gute Nacht, Frau Elster. Auch euch.
euch wünsche ich eine gute Nacht und viele schöne Träume.